VNTR steht für Venture, auf Deutsch Wagnis. Und hinter diesem Akronym steht das Innovationsteam von PostFinanz. Von diesem Team ist heute nicht viel zu sehen. Die meisten Leute arbeiten noch im Homeoffice. Aber bei mir ist die Innovationsmanagerin Jasmin Wieland. Jasmin, Innovation ist ja so ein Zauberwort, mit dem man sagt, dass man neue Ideen einfach so aus dem Hut zaubern kann. Kann man das? Kann man Ideen aus dem Hut zaubern? Ich persönlich leider noch nicht und ich glaube, vielen meiner Kolleginnen und Kollegen geht es gleich. Hinter Innovation steckt viel harte Arbeit und auch viel Energie, bis dann effektiv ein Projekt umgesetzt werden kann. Es gibt ja ganz viele Methoden und Instrumente, um Innovation zu fördern. Ein paar davon stehen hier an der Wand. Design Thinking, Thinking Outside the Box, Pitch, alles vermischt mit ganz viel Kreativität. Was habt ihr für Instrumente, um Innovation bei PostFinanz zu fördern? In einem ersten Schritt betreiben wir vor allem vier Foresight und bilden Zukunftsszenarien, innerhalb von welchen wir dann unsere Innovationsprojekte betreiben. Und wir haben auch einen Innovationsprozess, welcher von den Projekten jeweils durchlaufen wird. Die Wege sind natürlich doch immer wieder verschieden, aber ein grober Prozess existiert. Wie weit schaut ihr denn in die Zukunft? Müsst ihr Projekte aufgleisen, die nächstes Jahr am Markt funktionieren, oder schaut ihr viel weiter? Wir schauen viel weiter. Wir sind im sogenannten dritten Horizont tätig. Das ist ein Horizontemodell von McKinsey. Und dabei geht es vor allem um sehr innovationsgetriebene und wachstumsgetriebene Ideen und Projekte, die auch sehr weit in der Zukunft liegen, also über die aktuelle Strategieperiode hinaus. Gibt es denn Beispiele schon bei euch von erfolgreichen Innovationen innerhalb von PostFinanz? Ja, beispielsweise mit zwei externen Personen, einem Marketingprofessor der Uni Bern und seinem CAS-Studenten, haben wir Tilbago mitgegründet. Es geht dabei um Online-Inkasso. Und unser Corporate Venture Capital Team konnte im Gleichschritt auch noch in Startup finanzieren. Und somit ist das für all unsere Teams vom Venture eine runde Geschichte. Das heißt, ihr macht Innovation nicht nur intern, sondern ihr investiert auch in externe Firmen, in Startups. Genau, das Investieren übernimmt das Corporate Venture Capital Team. Und wir vom Innovationsteam betreiben auch Open Innovation, sprich wir arbeiten mit anderen Unternehmen, Startups und Universitäten zusammen, um gemeinsam Neues zu kreieren. Ein wichtiger Aspekt von Innovation ist ja Scheitern. Ihr habt dazu sogar ein Buch herausgegeben und hier gibt es ganz viele Geschichten drin von Projekten, die gescheitert sind. Weshalb macht man ein Buch übers Scheitern? Ja, der Hintergrund war, dass wir alle gescheiterten Innovationsprojekte in einem Excel-Sheet hatten und bemerkten, hey, das ist etwas, das das ganze Unternehmen wissen sollte, dass nicht immer alles so funktioniert, wie man es angedacht hat. Und vor allem in der Innovation, wenn noch viel unklar ist, kann es sein, dass Sachen sich anders herausstellen, als man angedacht hat. Und dann ist in einer Wochenendaktion das Buch entstanden. Mittlerweile haben wir es überarbeitet und mit einem Verlag in den Handel gebracht. Man kann es also mittlerweile auch kaufen. Jetzt ist Scheitern nicht etwas, das ich mit PostFinanz in Verbindung bringe. Ihr verwaltet riesige Geldsummen, ihr seid ein Staatsbetrieb, ihr seid von der FINMA reguliert. Wie bringt man eine Kultur des Scheiterns in so einen Betrieb hinein? Ja, das ist nicht ganz so einfach. Wir stecken momentan in der kulturellen Transformation, wo es darum geht, mutig zu werden, zu experimentieren und in die Zukunft zu schauen. Und genau dafür steht Venture. Aber auch mit dem Failbook konnten wir unseren Beitrag leisten, denn jede neue Mitarbeiterin und jeder neue Mitarbeiter bekommt beim Willkommensevent so ein Buch. In diesem Sinn wünsche ich in dem Fall dir und euch bei Venture viel Scheitern und vielleicht über das Scheitern dann auch viel Erfolg. Herzlichen Dank, Jasmin Wieland, für dieses Gespräch. Danke ebenfalls.